Heckler & Koch hat nun offiziell Einspruch eingelegt und worum es hier genau geht, seht ihr nach dem Intro. Hallo zusammen, erstmal riesengroßes Dankeschön, dass ihr das letzte Video, was wir zu dem Thema gemacht haben, so gefeiert habt. Das ist jetzt einer der erfolgreichsten Videos nach gerade mal 14 Tagen, bisschen über 14 Tagen, dass wir das jetzt eben draußen haben. Und es ist verdammt gut angekommen. Wir haben gigantisch viel Reichweite dadurch gehabt. Wir haben sehr, sehr positives Feedback dadurch gehabt und hätten es eigentlich erwartet, dass ich mich zu Hause mal auf dem Balkon setze, ein Video aufnehme und es so gut ankommt. Ich sitze jetzt heute auf dem anderen Balkon hier bei mir in der Arbeit und mache einen zweiten Teil von dem Video, weil es kamen einige Fragen auf, es gibt ein paar Neuigkeiten und auf die möchte ich jetzt eben hier ein bisschen eingehen. Punkt 1 ist die G36-Thematik. Ganz viele Leute schreiben ja jetzt eben, das G36 ist ein Eigentor gewesen, ist schlecht gewesen. Ganz viele Leute sagen, sie haben selber nie Probleme mit dem G36 gehabt und ich kann jetzt hier nur die technische Sicht und meine persönliche Erfahrung mit dem G36 eben wiedergeben. Kommen wir erstmal zu meiner persönlichen Erfahrung. Das G36 ist ein Sturmgewehr. Ist ein Gasdrucklader, indirekter Gasdrucklader und ist vom Systemaufbau, von der Mechanik her, ein modernes Sturmgewehr. Was das Gewehr halt relativ besonders macht, ist, dass der ganze Rahmen aus Kunststoff ist. Also sprich, die Sachen, die wirklich belastet werden müssen, die sind weiterhin aus Stahl oder aus Aluminium in bestimmten Punkten. Aber so alles, was an der Waffe wirklich relevant ist von der Funktion her, wie Lauf, Verschluss, Verschlussträger, sind alles Stahlbauteile. Jetzt gab es hier diesen größeren Bundeswehrskandal, dass das G36 ja hier Hitzeprobleme hätte und durch die Hitzeprobleme Präzisionsmängel. Das hat eben zwei Probleme. Problem Nummer eins, das G36 ist eben ein Sturmgewehr, kein Maschinengewehr, wurde aber in den Anfangszeiten von Afghanistan auch als Maschinengewehr oder als DMR verwendet, hat den Hintergrund, wie der Afghanistan-Krieg für die Bundeswehr losging. Ja, ich sage hier Krieg, viele Leute sehen das anders, aber es ist nun mal halt so, wie es ist. Einmal als DMR eingesetzt, sprich man hat auf den Tragebügel des G36 hier noch eine Picatinny-Schiene, die eigentlich für das Wärmebildgerät oder für das Nachtsichtgerät eben gedacht war, aufgesetzt und auf diese Picatinny-Schiene hat man wiederum das Zielfernrohr vom G22 aufgesetzt und dass man da noch irgendwie durchziehen kann, weil man hat dann drei Optiken übereinander, also das 3,5-fach, das HKV und oben drüber das Hensoldt, hat man hinten auf dem Schaft einen Schaumstoffbatzen draufgepackt, der dafür gesorgt hat, dass man eben hier noch halbwegs durchs Zielfernrohr schauen konnte. Dafür ist das Gewehr nie gebaut gewesen. Also es ist kein Präzisionsgewehr, es ist kein DMR. Braucht man nicht drüber reden. Also ist einfach aus meiner Sicht eine Notlösung gewesen, aber nichts besonders Gutes. Der Fakt, der noch ein bisschen schlimmer war, ist eben die Verwendung des G36 als LMG. Und hier muss man ganz ehrlich sagen, das ist das G36 noch viel weniger. Man hatte eigentlich hier gesagt bei der Bundeswehr, das MG36 ist für uns zu wenig Unterschied zum G36, deswegen schaffen wir das nicht an. Und es gab zu dem Zeitpunkt das MG3. Wer das MG3 kennt, der liebt es, weil das MG3 ist einfach eine verdammt gute Waffe, außer man muss es mit sich rumtragen. Also für Häuserkampf oder für schnellen Feuerstandwechsel, also dass man halt wirklich zwischen zwei Stellungen hin und her wechselt, um halt verschiedene Feuerwinkel einzunehmen und ein bisschen beweglich zu bleiben, ist das MG3 einfach brachial. Also das ist ein riesengroßes Metallmonster und ist eigentlich nur richtig geil, wenn es auf einem Zweibein oder auf der Lafette ist. Und dann macht es richtig Spaß, dann ist es eine richtig geniale Waffe. Aber halt mit dem Rumlaufen macht keinen Spaß. Sprich, für die Häuserkämpfe in Afghanistan war das Ding einfach zu groß und zu schwer. Was hat man gemacht? Ja gut, Trommelmagazin, Zweibein ans G36 und sagen, ja, ist ja fast dasselbe wie das MG36. Nur, dass das MG36 eine andere Verschlusskonstruktion hat und einen komplett anderen Lauf. Der hier auch maßgeblich dazu beiträgt, dass eben die Hitzeentwicklung hier ein bisschen unter Kontrolle gehalten wird. Mittlerweile hat die Bundeswehr das auch eingesehen und hat das MG4 eingeführt. Das MG4 ist ein bisschen so eine Heckler & Koch Version des FN 249. Da mögen jetzt auch wieder Leute sagen, stimmt nicht hundertprozentig, aber im Prinzip, die haben sich eigentlich angeschaut, was die Belgier gemacht haben und haben halt ihre Heckler & Koch Lösung darauf aufgebaut. Das MG4 ersetzt eigentlich auch genau in den Positionen eigentlich das MG5 oder das MG3, wo eben MG3 und MG5 zu schwer oder zu sperrig sind. Und das ist eigentlich genau richtig. Jetzt muss man sagen,
Ich aus persönlicher Sicht hatte nie Probleme mit dem G36. Das G36 ist präzise, das G36 ist leicht, das G36 ist zuverlässig. Es gibt für mich zwei Kritikpunkte am G36. Einmal die Magazine mit den Noppen dran, die sind einfach nicht für die meisten Magazintaschen gedacht. Das habe ich im letzten Video schon gesagt, das ist unheimlich schrecklich unter Stress, das Magazin aus der Tasche raus und wieder reinzubekommen. Also hier gibt es eine einfache Abhilfe. Entweder man besorgt sich Magazine von Magpul, also die G36 Magazine von Magpul. Die sind super geil, sind slick, schauen fast aus wie AR-15 Magazine. Und man hat das Problem einfach nicht mehr. Heckler & Koch hat mittlerweile auch die Magazine ohne Noppen rausgebracht. Zu meiner Zeit, ja, da hat man die Noppen halt mal irgendwo bei einem Manöver verloren. Die sind dann halt irgendwo mal im Feld geblieben. Das größere Problem mit der G36 ist tatsächlich die Munition gewesen. Also wir haben hier Munition vom Hersteller MEN gehabt und diese hat anscheinend bei gewisser Hitzeentwicklung sich die Beschichtung vom Projektil abgelöst und hat hier eben zu Präzisionseinbußen geführt. Also das ist jetzt auch mehr oder weniger nachgewiesen. Also straft mich Lügen, aber soweit ich das Ganze verfolgt habe, ist eben nachgewiesen, dass die Munition an den Präzisionseinbußen schuld war. Was die reine Zuverlässigkeit des G36 angibt, gibt es hier mehrere Tests, die es bestanden hat. Es gibt einmal von Heckler & Koch selber ein Video, wo sie ein paar Dutzend Magazine, also dann nämlich glaube zwei Trommelmagazine durchs G36 jagen, so lange bis der Handschutz brennt und das Gewehr schießt immer noch ohne Störung. Also nur mal um es zu verstehen, man hat eigentlich im Einsatz, wenn es hochkommt, 12 Magazine dabei. Und da ist schon einiges an Gewicht an Personen. Also mit 12 Magazinen ist dann schon extrem viel. Ich sag mal, so normalerweise der Schütze Arsch hat so zwischen 4 und 8 Magazine dabei. Aber ich sag mal, 12 Magazine, das sind 360 Schuss. Das ist genug für 3 bis 5 Minuten Feuerkampf. Das ist schon mal nicht die Welt und das ist auch verdammt schnell weg im Zweifelsfall. Aber in dem Test sieht man ganz klar, dass das G36 erst bei ungefähr 1000 Schuss irgendwo, naja, 800 Schuss, glaube ich, in Flammen aufgeht und die ersten kleinen Probleme hat. So viel Munition gibt auch kein Soldat am Stück ab, also keine Frage. Das ist immer so ein bisschen der Irrglaube, der sich auch massiv in den Medien hält, dass man hier ein Magazin pro Gegner ausgibt. Also, dass man eben sagt, hier, Feuerstoß, 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 drrt, drrt. Das ist ein echt nicht Fall. Man gibt vielleicht Feuerstoße ab, aber diese Feuerstoße sind halt 2 oder 3 Schuss. Und nicht brrrr, erster Gegner, brrrr, zweiter Gegner, Nachladen. Das sind Videospiele. Also ganz ehrlich, da kann ich euch den Zahn ziehen. Das ist im echten Einsatz einfach nicht realistisch. Es ist Munitionsverschwendung und es ist einfach auch, wie gesagt, 360 Schuss, Feuerkampf 5 Minuten. Also man muss irgendwo mit seiner Munition haushalten können. Der zweite Punkt ist eben die XM8-Ausschreibung. Wer es nicht weiß, das XM8 ist eine Ausschreibung von der US Army gewesen. Die sollte eben die ganzen 15 Plattformen, also M4 und M16, bei der US Army ersetzen. Ist schlussendlich wieder nichts draus geworden. Ist aber halt das Los von vielen Ausschreibungen. Aber hier hat das Heckler & Koch M8 die Ausschreibung mehr oder weniger gewonnen. Also was heißt, die haben sie gewonnen. Es ist halt nichts aus der Ausschreibung geworden. Also es wurde auch nicht geliefert, aber sie haben damals gewonnen und gerade was die Störungsanfälligkeit und auch die Einhaltung der Präzision unter Dauerbelastung angeht, hat hier das M8 maßgeblich gegen andere Mitbewerber wie zum Beispiel von FN oder von Colt eben sich durchsetzen können. Jetzt sagen die Leute, ja, meinetwegen das XM8 ist ja kein G36. Naja, ganz ehrlich, das ist ein G36 mit einem anderen Plastikgehäuse außenrum, der die Ausschreibungsanforderungen der US Army erfüllt hat. Also im Prinzip, der erfüllt eigentlich nur so ein paar kleine Kriterien, die eben auch bei der US Army gefordert waren. Ein ganz wichtiger Punkt an der Stelle ist zum Beispiel auch noch, dass das G36 ja in der Bundeswehr nicht mehr die G36-Version ist, die 96 eingeführt worden ist. Wir haben mittlerweile bei der Infanterie die A3-Version eingeführt und bei den Spezialkräften bzw. bei den spezialisierteren Kräften die A4-Variante, also KA4-Variante. Bei beiden hat sich einiges geändert. Wir haben hier einen anderen Handguard vorne verbaut, der modularer ist, der das Anbringen von Zubehör eben erleichtert bzw. ermöglicht. Wir haben eine flache Toprail verbaut, die dafür sorgt, dass wir hier unser eigenes Zubehör anbringen können, unsere eigenen Zielvorrichtungen oder sonstiges. Wo man sagt, haben auch einige gesagt, ja, die Optik vom G36 war doch super. Ganz ehrlich, das war der letzte Scheiß. Die hat dafür gesorgt, dass die Bundeswehr während der Ausbildungsphase die Präzision des einzelnen Schützens massiv nach oben gegangen ist.
Aber da muss man hier ganz ehrlich sein, das ist halt Laborbedingungen. Auf den Schießstand schießen ist nie richtiger Einsatz. Das kleine Hensoldt, das 3,5-fach, was da eben eingebaut war oder ist, hat ein winzig kleines Sichtfeld, hat eine unheimlich schreckliche Parallaxe und deswegen stört das Ding auch massiv bei allem, was man eigentlich dynamisch macht. Und ich sage mal, Kampfschießen, also im Einsatzschießen, ist halt immer dynamisch. Das HKV obendrauf ist eigentlich ähnlich, ist auch ein sehr, sehr kleines Absehen und deswegen hat sich bei den Spezialeinkräften die Kombination eigentlich schon sehr lange nicht mehr durchgesetzt. Bei zum Beispiel KSK, die haben sehr früh stattdessen eine Aluminiumschiene obendrauf gepackt, da entweder das EOTech XPS oder früher das 552 oder bei der Marine das Endpoint Comp M4, Comp M3, ich glaube Comp M3 eben angebracht, teilweise mit Magnifier, teilweise ohne. Und wenn man ein bisschen mehr Distanz hat, gibt es auch bei der Bundeswehr das Elkan Spectre. Also bei den Spezialkräften gab es das Elkan Spectre, also das 1- und 4-fach. Also man hat hier einfach die Optiken so gewechselt, wie man sie gebraucht hat, wie man es für sinnig erhalten hat. Und das hat jetzt auch die ganze normale Infanterie. Die haben einen verstellbaren Schaft, die haben den modularen Frontschaft, die haben die Top Rail mit verschiedenen Optikmöglichkeiten obendrauf. Also man hat hier eigentlich schon alles verbessert, was eigentlich zu verbessern war. Und das Ganze ist erst 2 Jahre her. Also wir haben jetzt hier ein Gewehr, das ist seit 24 Jahren im Dienst, wurde in diesen 24 Jahren schon dreimal verbessert. Also das G36 ist nicht die A1, sondern die A0. Dann gab es die A1-Variante, die hat ein paar kleine Änderungen gehabt, vor allem zum Thema Schaft, weil der anscheinend beim A0-Modell eben öfters gebrochen ist. Danach gab es eben die A1-Version und die A2-Version und jetzt die A3. Also hat sich eigentlich schon sehr viel geändert. Und hier ist eigentlich einer der großen Gründe für mich, warum die ganze Ausschreibung hier für mich für ein bisschen für ein Popo war. Es gibt aus meiner Sicht keinen Grund dafür. Also die Bundeswehr hat genug offene Stellen, genug offene Punkte, wo massiv eben Geld vonnöten ist, um Ausrüstung zu kaufen, die aber hier an der falschen Stelle investiert wird. Aber grundsätzlich ist eigentlich auch gegen die Gewehrausschreibung hier nichts zu sagen. Kommen wir mal zur eigentlichen Ausschreibung. Wir haben hier einige Modelle in der Ausschreibung drin gehabt, von Steyr-Mannlicher, also Steyr-Mannlicher Rheinmetall, von SIG Sauer, von Hähnel und von Heckler & Koch. Kommen wir erstmal zum Thema SIG Sauer. Das will ich auch nur relativ kurz halten. SIG Sauer hat sich aus der Ausschreibung zurückgezogen. Also die sind nicht rausgeflogen, sondern die haben zurückgezogen. Warum haben sie das gemacht? Aus zwei Gründen. Einmal, SIG Sauer tut fast alle Waffenteile, die was mit Halbautomaten zu tun haben, nicht in Eckernförde fertigen, sondern in den USA. Und da muss man sagen, die Ausschreibung hat eigentlich schon verhindert, dass hier SIG Sauer sich wirklich effektiv bewerben kann. Die haben auch an der Stelle schon gesagt, dass also dass die Ausschreibung auf Heckler & Koch zugeschrieben ist. Also zugeschnitten ist. Und da muss man jetzt an der Stelle sagen, hä, ein komischer Heckler & Koch hat aber nicht gewonnen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die MCX von SIG Sauer hätte mir als Ordnanzwaffe sehr gut gefallen. Finde ich ein sehr, sehr gutes Gewehr. Aber ist es halt nicht geworden, da sie sich zurückgezogen haben. Steyr-Mannlicher bzw. Rheinmetall, also die hatten hier eine Kooperation, haben ein AR-15 gehabt, auch ein Gaspistensystem, das rein optisch ausschaut wie eine komische Mischung aus einer 416 und einer Steyr-AUG. Also man sieht ganz viele Elemente von der Steyr-AUG wieder an dem Gewehr. Aber auch das hat sich relativ schnell aus der Ausschreibung wieder verabschiedet gehabt, obwohl es eigentlich ein interessantes Gewehr war. Und schlussendlich war eigentlich nur noch Heckler & Koch und Hähnel im Spiel. Hähnel mit der MK556 und Heckler & Koch hatte sogar zwei Kontrahenten im Rennen. Die Heckler & Koch 433, also dieser Hybrid aus AR-15 und G36 und die 416 A7. Erstmal zum 433. Das 433 ist auch ein Gaspistensystem, ist ein System, was mit Klappschaft aufkommt und ist eigentlich eine sehr interessante Geschichte von der Entwicklung, weil das G36 ist eigentlich schon der Versuch, möglichst viele AR-15-Features in ein System zu kriegen, das aber trotzdem eine Klappschaft hat und möglichst leicht ist. Also trotzdem haben wir einige Sachen, die man so auch von AR-15-Modellen her kennt, mit ganz vielen Heckler und auch Kochkomponenten. Allerdings ist der Schritt hier nicht wirklich konsequent gedacht. Also wir haben zum Beispiel bei einem G36 einen wechselbaren Magazinschacht, aber wir können den Lauf nicht wechseln. Also nicht ohne Spezialwerkzeug.
Und der ist ein amerikanischer Hersteller, also das Magpul bzw. Remington Masada-System oder Bushmaster Masada-System, die ACR, die ist eigentlich, wenn man es genau nimmt, eine ziemliche Kopie vom G36-System. Orientiert sich ein bisschen mehr an der AL15 und hat hier ein paar Features, die das System eigentlich besser machen. Zum Beispiel der leichtere, also der seitlichere Ladehebel, der eine tiefere Visierlinie ermöglicht und was auch für mich sehr wichtig ist, die Laufwechselfunktion, wo ich sage, ich kann hier einmal als Waffenwart sehr viel leichter einen Laufwechsel vornehmen, falls der Lauf irgendwie einen Schaden haben sollte. Und zum anderen kann ich eben hier auch, was ich sehr, sehr wichtig finde, für bestimmte Situationen den Lauf wechseln, ohne eine komplett neue Waffe zu haben. Also ich kann zum Beispiel sagen, wir haben jetzt große Reichweite, ich mache einen Lauf in 6,8 SPC rein mit 16 Zoll Lauflänge und wir haben jetzt ein Häuserkampf-Szenario, wo ich einen 12 Zoll Lauf in 5,56 oder in 300 Blackout rein mache. Ist jetzt für den normalen Infanteristen nicht so wichtig, ist aber halt, wenn man das auf die ganze einheitliche Bundeswehr sehen würden, schon ein großer Fortschritt aus meiner Sicht. Also wo man sagt, damit könnte man arbeiten. Und jetzt kommt der Knackpunkt, worauf ich hinaus will. Das 433 orientiert sich wiederum beim Masada. Also das Masada hat sich beim G36 orientiert und das 433 wiederum bei der Masada. So haben wir beim 433 diese Laufwechselfunktion gehabt. Wir haben hier eine Möglichkeit sogar wahrscheinlich in einem System, also es wurde von Heckler & Koch nie bestätigt, aber der Verdacht liegt einfach nahe, dass wir wahrscheinlich sogar mit einem System 308 Patronenlängen und die 223 Patronenlängen verschießen könnten. Also einfach die Dimension von Verschluss und Magazinschacht geben diesem Verdacht einfach sehr nahe. Allerdings hat das 433 hier schon in der Ausschreibung einige Probleme gehabt. Also ich weiß hier auch nichts Genaueres. Ich weiß bloß, dass Heckler & Koch an einem gewissen Punkt hier umgeschwenkt ist und seine Ausschreibungsschwerpunkt weniger auf das 433 gelegt hat als auf das 416A7. Kann auch daran liegen, dass das 416A7 schon erfolgreich bei den Kommandokräften der Bundeswehr eingeführt worden ist, als G95 bzw. G95K. Also schon bei der Bundeswehr etabliert ist. Und das ist im Prinzip eine 416A5, also eins der besten militärischen Gewehre der Welt, das unter anderem auch bei den Amis beim CAC oder bei der DEVCRU eingesetzt wird, das auch für verschiedene andere Spezialeinheiten im internationalen Raum eingesetzt wird und auch bei polizeilichen Einheiten sehr beliebt ist. Haben sie hier genommen und haben es ein bisschen auf die Anforderungen der Bundeswehr eben noch angepasst. So haben wir eben hier eine sogenannte deutsche Sicherung. Also die Sicherung ist einmal, wie beim 416A5 auch schon, eben sicherbar, wenn die Waffe nicht gespannt ist. Das ist eine Sache, die ich persönlich nicht gut finde, aber die halt einfach so, sag ich mal, bei der Bundeswehr eigentlich normal ist. Also auch das G3 hat sich sichern lassen, wenn es nicht gespannt war und das G36 ebenso. Also sollte es auch der Nachfolger sein. Und der zweite Punkt ist, dass wir eben eine 90-Grad-Sicherung haben. Also wir haben nicht wie bei der AR-15 sicher, Einzel, Dauerfeuer, ja, komische Verrenkung, ich weiß, sondern wir haben eben hier sicher, Einzelfeuer, Dauerfeuer. Also halt wie man es vom G36, der MP5 oder dem G3 kennt. Zudem wurde sich vom KSK, KSM hier ein längerer Handguard gewünscht, also der eben auch die Gasabnahme verdeckt und auch den Lauf vorne noch ein bisschen umfasst und hier auch den Lauf schützt. Finde ich insgesamt eine ziemlich gute Lösung. Einzige Kritikpunkte am 416-System sind immer noch keine QD-Sling-Pods, warum auch immer. Ja, Heckler & Koch schwört auf ihre Haken. Ich finde die Dinger veraltet wie Sau und ich finde es halt einfach nicht mehr zeitgemäß. Und ich persönlich sehe das HK-System als eine Lachnummer, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich verstehe bis heute nicht, warum Heckler & Koch nicht gesagt hat, ja, wir stellen jetzt alles auf M-Lock um, wie es die ganze Industrie tut, sondern ja, hey, wir hauen unser eigenes System auf den Markt und hoffen, dass irgendwie hier ein Boom passiert. Ich meine, Heckler & Koch hat das schon ein paar Mal versucht. Auch die Universalschiene, die unten an der P8 dran ist, hat Heckler & Koch damals gesagt, die ist super geil, hat kein Mensch übernommen. Also sorgt auch dafür, dass man eine P8 oder eine USP nur mit Adapterteilen normale Lampen ranbekommt, wenn man nicht Lampen kauft, die extra für Heckler & Koch gebaut worden sind. Ja, ist dumm. Und was hat Heckler & Koch daraus gelernt? An der SFP9 und an der P30 sind jetzt Picatinny-Schienen dran. Warum sie jetzt hier wieder diesen Schritt machen und hier ein System einführen, das vielleicht technisch super ist, aber einfach keine breiten Anklang findet, verstehe ich nicht. Jetzt ist eben das aktuelle eben Szenario, dass Hähnel hier die Ausschreibung gewonnen hat. Also wir reden bei der Ausschreibung
darum, dass es ungefähr um 20.000 Gewehre geht bei der Bundeswehr, was im Vergleich zur G36-Ausschreibung, wo es noch ungefähr um 100.000 Gewehre oder ich glaube sogar ein bisschen mehr ging, sehr, sehr wenig ist. Andererseits geht es hier aber trotzdem um eine Vertragssumme von 120 Millionen, die eben hier Hähnel angeboten hat, zu 170 Millionen, die Heckler & Koch angeboten hat. Bei beiden Firmen muss man aber sagen, Heckler & Koch ist eine Firma, die einen gewissen Ruf hat. Also die für die Qualität, die sie herstellen. Und ganz ehrlich, wenn jemand sagt, Heckler & Koch hat keine Qualität, dann hat er keine Ahnung von Waffen, muss man ganz ehrlich sagen. Heckler & Koch Waffen sind und waren schon immer sehr, sehr gute Waffen. Aber Heckler & Koch ist auch eine sehr, sehr arrogante Firma in vielen Punkten. Also hier zu sagen, wir gehen in eine Ausschreibung rein und wollen die um Verrecken einfach nur gewinnen, damit wir sie gewinnen, hat Heckler & Koch einfach nicht nötig. Ganz anders schaut es bei Hähnel aus. Hähnel ist noch eine relativ kleine und relativ junge Firma und die wollen solche Aufträge gewinnen. Also die haben ja auch sehr darum gekämpft, damals die G29-Ausschreibung zu gewinnen für das Mittelstreckenscharfschützengewehr, was zum Beispiel beim KSK eingeführt worden ist. Also die Hähnel RS9 ist jetzt das G29 bei der Bundeswehr. Und da haben sie auch ziemlich drum gekämpft. Also da gibt es auch einige Gerüchte darum, dass es da mit unlauteren Mitteln vorgegangen ist. Aber im Endeffekt muss man wirklich sagen, Hähnel hat sich hier sehr, sehr darum bemüht. Und warum machen das Firmen? Ganz einfach. Wenn ich mir so Sachen anschaue wie Sig Sauer. Sig Sauer war jahrelang aus dem Behördenmarkt mehr oder weniger verschwunden. Dadurch, dass sie die MCX an die Special Unit von der Scotland Yard. Dadurch, dass sie zum Beispiel die MCX an die Special Unit vom Scotland Yard verkauft haben und die Ausschreibung der neuen Dienstpistole die US Army gewonnen hat mit der M17, also der Sig Sauer 320 in einer Sonderversion für die US Army, haben sie hier einfach etwas geschafft, das dafür sorgt, dass man die Firma Sig Sauer wieder mit Behördengeschäften in Verbindung bringt. Ja, die alten Hasen werden sagen, 226, 229 waren ja alte Behördenwaffen, aber das ist schon sehr lange nicht mehr der Fall gewesen. Sig Sauer hatte hier das große Problem, wie auch Walther, wie auch Heckler & Koch. Die haben sich damals nicht mit dem Boom der Glock eben einstellen können. Also die waren darauf nicht vorbereitet. Und das ist eben auch ein großer Punkt, den ich eben hier sehe. Viele Leute sagen, ja, Hähnel hat nur 18 Angestellte gehabt und hat ein paar Millionen Umsatz gehabt im Kalenderjahr 2018. Da muss ich aber dazu sagen, ja, hatten sie und ja, finde ich auch persönlich nicht schlimm, weil es ist nun mal eine kleine, aufsteigende Firma. Wenn man sich aber mit dem Ausschreibungsverfahren ein bisschen beschäftigt, dann ist es eigentlich immer Usus, dass eine Firma, die eine Ausschreibung, an einer Ausschreibung teilnehmen darf und da vielleicht auch gewinnt, in irgendeiner Form einen Finanzierungsplan nachweisen kann. Also da steht nicht drin, ja, wir haben gewonnen, jetzt müssen wir mal schauen, ob wir es überhaupt hinkriegen, sondern du musst vorher eigentlich schon nachweisen, dass du eine Idee hast, wie du das realisieren kannst. Also, und da muss man ganz ehrlich sagen, Hähnel gehört zur Merkel-Gruppe, Merkel geht's gut und Merkel gehört wieder zur Caracal und auch Caracal geht's gut. Und beide zusammen sorgen hier eigentlich massiv dafür, dass hier Geld irgendwo im Raum steht. Zudem muss ich auch ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt sagen würde, meine kleine Firma würde hier die Ausschreibung bei der Bundeswehr gewinnen und selbst wenn wir hier nur 4 Angestellte haben, wir gewinnen hier die Ausschreibung und sagen dann, hey, schau dir an, wir haben hier die Ausschreibung über 120 Millionen gewonnen, kriege ich von jeder Bank in Deutschland, die irgendwas auf sich hält, einen Kredit. Selbst die Banken, die nichts mit Waffengeschäft zu tun haben, würden sich hier von nennen, mir den Kredit geben zu können, weil das gut für die Reputation ist und weil das eine sichere Sache ist, so ein Staatsauftrag. Also du weißt, der Staat wird zahlen. Also unwahrscheinlich, dass ich das nicht kriegen würde. An dem Punkt muss ich nämlich nochmal auf Glock zurückkommen. Genau dasselbe haben die Leute damals auch von Glock gesagt, wie die in den 80er Jahren, also auch vor meiner Geburt, wie die eben die Ausschreibung vom österreichischen Bundeswehr gewonnen haben, haben vorher auch alle gesagt, Steyr wird gewinnen. Also Steyr war mit der GB in der Ausschreibung drin. Und es war eigentlich schon vorher eigentlich mehr oder weniger eine sichere Sache, aber der Herr Gaston Glock hat mit seiner kleinen Messer-, Schaufel-, Gürtelschnallenfirma es geschafft, hier eine Pistole auf den Markt zu bringen. Und er hat vorher noch nicht mal Pistolen großartig irgendwie verkauft gehabt. Also der hat auch nur Prototypen erstellt gehabt, die Ausschreibung zu gewinnen. Und die Pistolen, die an das Bundesheer verkauft haben, waren so der Eintritt in den internationalen Behördengeschäft. Danach kamen Aufträge wie zum Beispiel das FBI mit einigen zigtausenden Waffen oder die GSG 9, die auch schon sehr früh auf die Glock 17 gesetzt haben. Also
muss man hier sagen, nur weil eine Firma klein ist, heißt das nicht, dass sie das jetzt nicht stemmen können. Das sieht man ja maßgeblich jetzt momentan immer in den Medien. Kann die kleine Firma Hähnel das überhaupt stemmen? Die kleine Firma Glock hat es auch gestemmt bekommen. Also hier zu sagen, das haut nicht hin, halte ich einfach für einfach eine Missachtung von irgendwelchen Regeln, die halt in der Wirtschaft gelten. Also es wird nicht einfach, es wird auch bestimmt eine sehr komplexe Geschichte. Aber das ist es schon eine sehr komplexe Geschichte, überhaupt in dieses Ausschreibungsverfahren reinzukommen. Der nächste Punkt, den man immer wieder liest, ist, dass die Bundeswehr gesagt hat, die Hähnel sei nicht nur billiger gewesen, sondern auch leicht besser. Den Punkt kann ich nicht so ganz nachvollziehen, weil ich finde, beide Gewehre sind eigentlich ziemlich gleichwertig. Aus der persönlichen Sicht würde ich die Heckler & Koch vorziehen, aus einzig und allein dem Grund, weil ich die Plastikteile der Hähnelwaffen schrecklich finde. Und die halt auch nur Keymod verbauen. Mag ich nicht. Bei der Heckler & Koch habe ich immer noch die Möglichkeit, mit Aftermarket Parts, also zum Beispiel Midwest Industries oder Geissele, einen anderen Frontschaft zu verbauen, der M-Lock hat oder sowas im Dreh. Für Hähnel gibt es das nicht. Für Hähnel habe ich eben den Original Picatinny-Schaft oder den Original Keymod-Schaft und beide finde ich scheiße. Also Frontschaft reden wir. Finde ich beide nicht gut. Deswegen würde ich hier die Heckler & Koch wählen. Muss ich ganz ehrlich sagen, wäre mehr mein Geschmack. Ist hier aber auch eine sehr persönliche Entscheidung von meiner Seite aus. Grundsätzlich, was die Läufe angeht, was die Verarbeitungsqualität angeht, sehe ich hier keinen großen Unterschied. Also ich habe beide in der Hand gehabt, ich habe beide geschossen. Ich finde, beide haben sehr hohen Fertigungsstandard. Ich habe bei Hähnel ab und zu mal was gehört von Rückläufern, gerade von den SEs in Bremen, die da anscheinend Probleme mit hatten. Und anscheinend auch SE, also Polizei in Hamburg hatte anscheinend auch Probleme damit. Aber rein vom Fertigungsstandard muss ich sagen, kann ich jetzt nirgends sehen, warum die Hähnel besser sein sollte oder besser auf die Bedürfnisse der Bundeswehr angepasst werden soll, sein soll. Das sehe ich einfach nicht. Der nächste Punkt, auf den ich eingehen möchte, ist, dass sehr viele Leute sagen, ja, warum setzt sich denn das AL-15-System so durch? Warum heißt die halbe NATO jetzt mit AL-15-System bewaffnet, obwohl das ein Gewehr aus den 70ern ist, obwohl es kein Klappschafter und sonstiges? Hat mehrere Gründe. Einmal, die AR-15-Systeme haben einen sehr, sehr hohen Entwicklungsstand. Die Leute sagen immer, ja, die Leute hatten so Probleme im Golfkrieg, die Leute hatten Probleme im Vietnamkrieg mit den AR-15-Systemen, also mit der M16, der M16A2. Wir reden heute, wenn wir über AR-15er reden, jetzt bitte nicht mehr von irgendwelchen Waffen aus dem Vietnam oder aus dem Golfkrieg, da sind zig Jahre in Entwicklung dahinter. Wenn ich jetzt sage, ich möchte eine Combat Ready AR-15 haben, also militärisches Standardgewehr, dann muss ich eher so an die Modelle in LMT oder in Daily Defense oder an Bravo Company oder sowas denken, die halt wirklich moderne AR-15-Systeme herstellen. Oder eben an Pistensysteme wie zum Beispiel von Heckler & Koch, von Hähnel oder von Sig Sauer, die alle einen sehr viel höheren modernen Standard haben, die eine sehr höhere Funktionsart haben und deswegen auch sehr zuverlässig sind und etabliert. Ein großer Vorteil von den ganzen AL-15-Systemen ist die sehr flache Visierlinie. Also wir kriegen das Visier sehr niedrig zum Visier angebracht. Lauf und Schaft liegen genau auf einer Höhe. Also wenn man sich mal die Silhouette von dem AL-15-System anschaut, Mündungsfeuerdämpfer und der Punkt, wo das Ding in der Schulter liegt, sind genau auf einer Linie, was die Rückstoßkontrolle sehr, sehr gut macht. Ja, jetzt sagen wir, die Leute, 223 hat doch keinen Rückstoß, aber er hat Rückstoß, auch wenn es nicht viel ist. Die Kontrolle ist einfach wesentlich besser, wenn alles auf einer Linie liegt. Ist zum Beispiel ein beliebtes Problem, weil man zum Beispiel mit Halbautomaten mit Gewehrschaft eben oft viele Hochreißer hat, ist, weil die Schaftlinie deutlich unter der Visierlinie liegt. Also wenn ich zum Beispiel eine M14 oder eine M1 Garand nehme, da ist der Schaft ungefähr hier und der Lauf hier. Das sorgt dafür, dass ich, wenn ich einen Schuss abgebe, das Ganze sich hier um einen Angelpunkt dreht. Sorgt einfach für eine schlechte Rückstoßkontrolle. Habe ich bei einer AR-15 nicht. Dann sind die Dinger ziemlich nah und sicher zu bedienen, ziemlich nah und sicher zu zerlegen, weil eigentlich alles, was man irgendwo rausziehen kann, ist gesichert. Beim G36, die Pins, was ich rausziehe, kann ich auch irgendwo im Wald verschlampen. Genauso beim G3, beim G330 oder bei anderen Waffen. Bei der AR-15 kann ich die Pins nicht ganz rausziehen. Ich kann auch sonst eigentlich kein Bauteil aus der Waffe entnehmen, ohne dass ich Werkzeug irgendwie brauche. Außer die Verschlussfeder, den Boardcarrier und sowas im Dreh. Aber auch das ist alles ziemlich soldatensicher gehalten. Aus meiner Sicht. Also es ist relativ schwer hier Sachen zu verschlampen, es ist relativ schwer hier Sachen falsch zusammenzubauen. Also das System gibt es eigentlich einfach auch nicht her, dass man das irgendwie falsch zusammenbaut. Der Klappschaft ist so eine Thematik, da muss ich sagen, also ich selber bin Gebirgsmuckel gewesen,
Ich habe den Klappschaft nie gebraucht. Also vom G36, ich fand es schön, dass es ihn gab. Ich fand ihn schön zum Transportieren. Wirklich gebraucht habe ich ihn nie. Jetzt gibt es einige Leute, die sagen, ja, der Klappschaft ist so ein Riesenvorteil vom System. Ich glaube, das können Heckklappenschweine von sich sagen. Also Panzergrenadiere, die können da sagen, ja, das ist für uns wichtig gewesen, weil halt in den Panzern nicht besonders viel Platz ist. Aber ansonsten mit angeklappten Schaft schießen können, halte ich für ein absolut sinnloses Feature. Also mit einem Gewehr mit angeklapptem Schaft zu schießen, macht noch nicht mal in einer Paniksituation Sinn. Also die Zeit sollte man sich dann schon nehmen, den Schaft eben auszuklappen. Und wenn ich eben mit einem angeklappten Schaft schieße, werde ich auch nicht die Präzision erreichen. Da finde ich es eigentlich sinnvoller, wenn das Gewehr gleich ausgeklappt ist und ich kann das eben so nehmen. Es gibt keinen Sinn, also absolut keinen Grund, den Schaft einzuklappen zum Schießen. Auch das ist wieder so ein Hollywood-Mutus, wo dann irgendjemand in den Raum reingeht mit angeklapptem Schaft und hier ein ganzes Magazin in jemanden reinholzt. Ganz ehrlich, Schaft ausklappen, zwei Schuss abgeben, ist eine deutlich bessere Methode, um den Raum zu säubern. Und man muss sagen, es gibt auch genug Möglichkeiten, eine ganz normale AL-15 jetzt zu einem Klappsystem umzubauen. Also wenn das wirklich eine Priorität und wirklich die größte Anforderung der Welt wäre, Law Tactical zum Beispiel, stellt einen Klappschaftadapter her für nahezu jedes AL-15-System, gibt es hier eine Lösung, auch für AL-10er, sogar für die Bulky, Buffer Tube, Monsterschweine von Heckler & Koch 417 und von der Burg BA10. Selbst für die gibt es eine Lösung, hier einen Klappschaft anzubringen. Und die Waffe funktioniert ja dann immer noch. Ja, sie kann eingeklappt nicht schießen, aber wie gesagt, ist auch nicht nötig. Deswegen muss ich sagen, hier die AL-15-Thematik, dass es eine Waffe aus der Vergangenheit ist und dass warum die Leute hier in eine uralte Waffe wieder eingliedern, das sehe ich einfach anders. Also wenn ich über den MK556 rede, rede ich von einem sehr modernen Gewehr. Also ein Gewehr, was genauso einen Anspruch auf eine Modernität, also auf eine Zeitgemäßigkeit hat, wie zum Beispiel eine SCAR oder die 433 oder ähnliches. Also das ist einfach ein modernes Sturmgewehr. Und wir haben hier moderne Fertigungsmethoden und es hat sich ja auch sehr viel in den Bauteilen, in den einzelnen Komponenten getan, seit das Ding eben als XM16 im Vietnamkrieg erprobt wurde. Abschließend möchte ich nochmal auf den Punkt kommen, den ich hier sehr, sehr häufig lese. Warum zur Hölle hat die Bundeswehr 556 wieder als Kaliber ausgeschrieben? Warum gibt es die Waffe nicht in neuen Kaliber? Warum nicht in den neuen Kalibern, die US Army jetzt eben einführt? Und so ähnlich. Hat mehrere Gründe. Die erste Sache, worauf ich eingehen will, viele Leute sagen immer, ha, 308 oder 762 mal 150, das durchschlägt Bäume, das war noch ein richtiges Kaliber, nicht so ein Spielzeuggewehr wie das G36 und mit den Dingern kannst du ja nichts mehr machen, ist ja eigentlich nur für Mädchen. Leute, die sowas sagen, haben die Dinger nie rumgeschleift. Also nie längere Strecken rumgeschleift. Die sind nie damit irgendwo in irgendwelchen Gebäuden rumgekrochen oder sonstige Sachen. Waffen 556 sind einfach die besseren Ordnanzwaffen. Das sind die besseren Waffen für Schütze Arsch, für Schütze Jedermann. Sie sind deutlich leichter zu kontrollieren, sie sind deutlich leichter auszubilden. Dadurch, dass das Projektil fast 30% schneller fliegt, kann ich auch deutlich intuitiver schießen, ohne weiter vorhalten zu müssen. Was auch wieder heißt, jemand, der schlecht schießt, hat es hier einfach leichter. Also man hat hier insgesamt das leichter zu bedienende System. Und das ist erstmal grundsätzlich wichtig für eine Armee. Weil wir haben nun mal bei der Armee nicht nur Truppen, die daraus bestehen, dass wir sagen, wir haben 25.000 Fallschirmjäger und 10.000 Jäger oder sowas im Dreh und was der Kuckuck, was wir auch alles haben, mal kämpfende Kräfte, sondern wir haben auch den ganzen Supporter hinterher. Wir haben die ganzen Fahrer, wir haben die ganzen Köche, wir haben die ganzen GC-Kräfte. Aber auch die müssen mit Waffen umgehen können, weil auch die sind Soldaten. Und auch die müssten, wenn zum Beispiel ein Lager in Afghanistan angegriffen werden müsste, sich verteidigen können. Auch wenn die extrem wenig Training haben. Und da ist es wichtig, dass so eine Ordnanzwaffe, deswegen heißt es ja Ordnanzwaffe, von jedem in der Armee zu bedienen ist. Also jeder, der einmal eine Grundausbildung in einem Ding hatte, soll das Ding auch wieder bedienen können. Wenn wir jetzt nur 308er Gewehre hätten, wären die Dinger A, schrecklich schwer. Und das ist einfach so. Schaut euch eine AL-15 oder eine AL-10 an. Eine AL-10, selbst die leichtesten, also selbst so eine Christiansen oder eine Daniel Defense, die schon sehr, sehr leicht gebaut sind, die AL-10er. Die sind immer noch schwer. Die sind immer noch über ein Kilo schwerer als die AL-15er vom selben Hersteller. Und die sind, ich sag mal, 20% größer im Volumen. Und die beiden Punkte sorgen schon massiv dafür, dass es nahezu
unmöglich ist, für einen ungeübten Schützen mit den Dingern wirklich umgehen zu können. Die können vielleicht damit ein paar Schüsse abgeben, die wissen auch, wie das Ding funktioniert, aber die haben einfach nicht die Routine drin. Und auch bei den kämpfenden Kräften muss man sagen, also auch die, was halt mit dem Fallschirm irgendwo abspringen, die irgendwelche Hausdurchsuchungen machen im Einsatzland oder ähnliches, die müssen die Teile teilweise tagelang mit sich herumtragen. Und auch hier ist eine 556-Waffe einfach deutlich angenehmer mit sich zu führen und in den meisten Situationen auch die bessere Waffe. In den meisten Situationen. Und das ist der wichtige Punkt der Waffenmix-Max. Eine DM-Waffe in der Gruppe zu haben oder ein leichtes Maschinengewehr in der Gruppe zu haben, ist natürlich immer noch Usus. Also ist immer noch extrem wichtig. Und der DM kann gerne auch Kaliber 308 haben. Das leichte Maschinengewehr könnte auch Kaliber 308 oder ähnliches haben. Aber auch hier ist eben wieder die Frage, was ist hier wirklich modern? 308 hat eigentlich nur den großen Vorteil, dass es mehr Masse ins Ziel bringt. Die Durchschlagsleistung von militärischer Munition im 556 und 762 ist nicht so groß unterschiedlich, jetzt bei einem LMG zum Beispiel gesehen, dass ich sage, ich habe da eine viel kleinere Penetrationswirkung für moderne Gefechte. Durch richtige Schutzwesten komme ich mit beiden nicht. Also durch SK4 und größer komme ich mit beiden Kalibern nicht wirklich. Also wenn ich eine Stelle mehrmals treffe, wahrscheinlich schon, aber normalerweise Plattenpanzer halten das normalerweise aus. Durch Betonwände brauche ich halt zwei, drei Schuss mehr mit 556 als mit 762. Dafür kann ich aber halt in einem MG4 einen 150-Schussgurt reinmachen, für das Gewicht von einem 50-Schussgurt vom MG3. Also, da haben wir eine ganz andere Relation. Also klar, das liegt halt daran, dass die Munitionstrommel vom MG3 halt aus Stahlblech ist. Ja, es gibt auch eine aus Polymer. Die hatte ich nie. Ich kenne nur die aus Stahlblech. Und der Gurtkasten vom MG4 ist aus Kunststoff. Und ja, die Munition ist viel kleiner, die Gurte sind viel moderner, also auch kleiner gehalten, leichter gehalten. Aber insgesamt haben wir ja einfach hier eine viel größere Munitionsreserve. Und man muss ja auch mal sagen, dass Maschinengewehre eben hier immer ein bisschen auf Streufeuer setzen. Also man setzt hier einen Feuerstoß in die Richtung eines Gegners und geht davon aus, dass nicht jeder Schuss treffen wird. Das ist natürlich möglich, das ist natürlich auch toll, wenn man es hinkriegt, aber man geht davon aus, dass eben, wenn man einen Feuerstoß von 5 bis 10 Schuss irgendwo hinjagt, dass halt drei Schuss vielleicht treffen oder sowas mit Dreh. Das ist aber auch der Sinn von einem Maschinengewehr, hier Unterdrückungsfeuer zu halten oder Gegner unter Kontrolle zu bringen. Bei einem Sturmgewehr oder bei einem Scharfschützengewehr oder bei einem DM, also DMR, haben wir hier eher punktuelles Feuer. Also heißt eigentlich, wenn ich 20 Schuss im Magazin habe, treffen im Optimalfall auch 20 Schuss, die im Magazin drin sind. Und das ist wiederum aber eine Sache, die lässt sich im Einsatz auch sehr schwer reproduzieren. Also sollte man eben hier eben eher sagen, mehr Munition mit sich rumtragen zu können, ist die sicherere Entscheidung für die meisten Soldaten, als weniger Munition in den größten Kaliber mit sich rumzutragen, weil wenn ich 200 Mal daneben schieße, weil ich das Gewehr nicht unter Kontrolle habe, habe ich weniger gewonnen, als wenn ich 300 Mal mit dem G36 schießen kann und habe dann 100 Treffer davon. Also klingt ist natürlich jetzt hier einfach nur da ganz doof Zahlen dahinter geredet, aber so schaut es halt einfach in der Praxis aus. Weil viele Leute jetzt gesagt haben, ja, die Amis erproben doch jetzt neues Kaliber. Ja, die Amis erproben neue Kaliber sehr gerne und schon seit zig Jahren. Es gab schon zig Ausschreibungen zu einem neuen Kaliber. Sei es 6,8 SBC, sei es 7,62 Grendel, sei es 6,5 mm Grendel, sei es die 50 Beowulf, sei es die 458 SOCOM. Also es gibt ewig viele Diskussionen, ob es nicht irgendwo ein Kaliber gibt, was wirklich 556 und 762 ablösen kann, weil es beides kann. Und bis jetzt gibt es die Möglichkeit einfach nicht. Auf eine größere Distanz ist das 762-Geschoss einfach besser, auf eine kürzere Distanz das 556. Einfach weil ich intuitiver schießen kann, weil die Waffe leichter ist. Das bringt uns halt eben dazu, es gibt keine eierlegende Wollmilchsau. Waffen sind keine Schweizer Taschenmesser, wo ich sage, ich klappe je nach Bedürfnis das raus, was ich brauche, sondern ich brauche das richtige Werkzeug für die richtige Situation. Und heutzutage ist für die meisten Situationen immer noch 556 die richtige Entscheidung. Wenn ich zum Beispiel jetzt hier eine Waffe in 300 Blackout nehmen würde, ja, die 300 Blackout, die macht sehr viel mehr Schaden auf kurze Entfernung. Also die macht eine viel größere Gewebezerstörung, weil das Geschoss einfach wesentlich größer ist. Aber das Geschoss fliegt auch viel langsamer, hat eine kürzere Reichweite und ist schwerer vorherzusehen. Also sprich, dadurch, dass es langsamer schießt, muss ich mehr Erfahrung als Schütze haben, um richtig vorhalten zu können bei einem bewegten Ziel. Bei
6,5 mm Creedmoor im Vergleich zu einer 308 haben wir den Vorteil, dass das Geschoss sehr viel schneller fliegt und eine flachere Flugbahn hat, aber auch einen kleineren Wundkanal reißt. Also auch das Geschoss macht einen kleineren Schaden im Ziel, wo ich sage, mit 308 bringe ich einfach mehr Energie ins Ziel und auch der Wundkanal wird größer sein. Also immer, wenn ich sage, ich mache hier einen Kompromiss, dann heißt es aber auch, dass ich hier irgendwas runterstreiche. Und bis jetzt hat es hier noch keinen sinnvollen Ersatz gegeben, der beides kann. Wo ich sage, ich habe das Gewicht von der 556 und habe aber die Wirkung von der 762, das gibt es einfach nicht. Und das wird es einfach auch die nächsten Jahre nicht geben, bis irgendjemand auf die Idee kommt, wenn man die Geschossen beibringt, so zu fliegen, wie man es möchte. Also, dass wenn wir es haben, dass da kleine Drohnen rausfliegen, die beschleunigen, wie sie möchten, dann kommen wir da vielleicht auch hin. Und darauf zum Beispiel das neue Kaliber des 6,8 mm, was die US Army jetzt einführt. Das ist ein Kaliber, das hat die Hülsengröße von einer 7,62 mal 1,50, also von einer 308 Winchester. Sprich, das passt in Gewehre der Größe von einer AR-15 gar nicht erst rein. Also man braucht hier die AR-10 Größe von Gewehren. Macht die Waffe wahrscheinlich wieder zu einer guten Mittelstreckenwaffe. Macht die Waffe aber auch gleichzeitig wahrscheinlich schwer zu kontrollieren für den Schützen am Boden, für den Schützenarsch, der normal in der Küche arbeitet. Und hat weniger Mannstoppwirkung als 7,62 bei einer geringeren Geschwindigkeit und einer geringeren Handelbarkeit als 5,56. Es gibt hier einfach keine optimale Lösung. Darauf will ich eigentlich hinaus. Das sind jetzt also eben die Punkte, die ich jetzt eben hier ein bisschen runterbringen wollte. Aber die Kernfrage ist ja immer noch, worauf möchte Heckler & Koch jetzt hinaus? Ja, Heckler & Koch möchte natürlich den Auftrag gewinnen. Die haben jetzt Beschwerde eingereicht, die sagen, Hedel hat hier mit unlauteren Mitteln gearbeitet, die Ausschreibung ist nicht ganz fair abgelaufen und da habe ich jetzt auch schon von Leuten gelesen, Heckler & Koch ist hier ein schlechter Verlierer. Ganz ehrlich, das ist auch total normal. Also bei einer Ausschreibung zu sagen, ja, wir haben nicht gewonnen und wir ziehen uns jetzt einfach zurück, wäre einfach dumm. Also ganz ehrlich, das macht keiner. Hier einfach nochmal den Beschwerdeweg einhalten, ist bei einer Summe von 170 Millionen oder 120 Millionen, ja, wohl bei weitem nicht nachvollziehbar. Also ganz ehrlich, als Firma hat man hier ein wirtschaftliches Interesse. Heckler & Koch hat eh immer ein bisschen Geldprobleme. Die sind natürlich schon dahinterher, sich den Auftrag noch irgendwie zu angeln. Ob es was wird, das wird die Zukunft zeigen. Und ich versuche hier, euch ein bisschen auf dem Laufenden zu halten bei der nächsten Folge von Gun Talk. Das war jetzt eben die aktuelle Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da und wir sehen uns hier das nächste Mal auf Kummer Tactical. Bis dann.